Feierliche Preisverleihung in Marburg. Am Dienstag wurde das Marburger Leuchtfeuer an Dr. Christina Hähnel und Ruby Hartbrich verliehen. Vor Gästen im historischen Rathaussaal nahmen die beiden Ärztinnen die Auszeichnung der Stadt Marburg und der Humanistischen Union entgegen. Die Marburger Ärztin Ruby Hartbrich ist ehrenamtlich auf dem Seenotrettungsschiff Sea-Watch im Mittelmeer im Einsatz. Sie hilft, geflüchtete Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Die Gießener Ärztin Christina Hähnel wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie auf der Internetseite ihrer Praxis über Schwangerschaftsabbrüche informierte. Das Urteil löste bundesweit eine Debatte über das Werbeverbot für Abtreibungen aus. Für die Verwirklichung ihrer Überzeugung haben beide Widrigkeiten, Beschimpfungen und Bedrohungen sowie teilweise persönliche Nachteile hingenommen. Das Engagement der beiden Medizinerinnen für Menschenrechte mag auf den ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen. Was beide Arbeit und Bemühen jedoch verbindet, ist der vorherrschende gesellschaftliche Widerspruch, die Doppelmoral im Umgang mit Leben. Letztlich stünden beide Frauen für das gleiche Ziel, so Faupel. Sie setzten sich in vorbildlicher Weise für ein selbstbestimmtes Leben in Würde ein. Schließlich gelte Artikel 1 für alle. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Würde aller Menschen. Weil es die Würde des Menschen betrifft, und zwar sowohl des Opfers wie des Zuschauenden, deshalb kann nicht hingenommen werden, wenn Menschen in Seenot ertrinken. Es verletzt unsere und ihre Würde, aller beider, auch die des Zuschauers. Die beiden Preisträgerinnen zeigten sich bewegt. Ruby Hartbrich sieht den Preis nicht als Selbstverständlichkeit. Im derzeitigen politischen Klima scheine es immer schwieriger, den eigenen Wertekompass richtig ausgerichtet zu halten, sagte sie. In der EU geboren zu sein, ist keine persönliche Errungenschaft und keine persönliche Leistung, es ist Zufall. Und deshalb lohnt es sich für jeden, sich einmal die folgende Frage zu stellen. Was würde ich tun, wenn ich nicht hier, sondern in Somalia oder Eritrea geboren wäre? Die Antwort würde wahrscheinlich lauten, fliehen. Aus dem politischen Regime, aus Krieg, Gewalt, Armut und Perspektivlosigkeit. Fliehen dahin, wo Frieden ist, wo ich Zugang zu einem Gesundheitssystem habe und meine Kinder Bildung erhalten. Wer das nicht nachvollziehen kann, hat meiner Meinung nach das Herz nicht am rechten Fleck und fühlt sich zu Unrecht als Mitglied der europäischen Wertegemeinschaft. Christina Hähnel reagierte unkonventionell auf den Preis. Sie sorgte nach 2 Stunden voller Reden für eine Überraschung. Nachdem sie davon berichtet hatte, dass der Papst sie und ihre Arztkollegen kurz vor ihrem Prozessbeginn als Auftragsmörderin bezeichnet hatte, stimmte sie ein Lied an. Dessen Refrain sangen alle mit. Keine Frau darf mehr sterben, weil Menschen lügen. Jedes Kind sollte geliebt werden und auf der Welt willkommen sein.